Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, aus einer ganz besonderen Location heute. Wir haben heute von der Arbeit aus Strategietag und sind dafür im Zahlenspieker Fairhaus. Und oh mein Gott, die Umgebung ist einfach so schön. Hier mit der Elbe im Hintergrund und ich bin ganz gespannt und ich finde es so kuschelig gemütlich. Es ist kalt, aber es ist auch so bedeckt und total ruhig hier und weiß ich nicht, irgendwie gibt mir das so ein richtig wohliges Gefühl, so ganz alleine hier auch unterwegs. Ich habe mich auch richtig warm eingepackt, ich habe schon die dicken Winterboots rausgesucht und wollte aber heute nicht in Dunkel unterwegs sein, sondern in Hell und habe deshalb meine weiße Jeans an, da sind die Schiechen, mein Pullover von Eiligen König, meine Louis Vuitton Pochette mit Tees. Und dann meinen ganz dicken Daunenmantel. Und da ich jetzt nur 3 Minuten Fußweg von der Busstation zum Zollenspieker habe, habe ich die auch nicht zugemacht. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Oh, guck mal, wie schönchen, ein Tannenbäumchen. Ich muss jetzt erstmal den Eingang suchen. Kann ja eigentlich nicht so schwierig sein, aber es sind irgendwie mehrere Gebäude. Oh, jetzt wird mir irgendwie doch frisch. Oh, ich freue mich gleich ins Warme zu kommen. So, endlich wieder zu Hause. Bin so ein bisschen kaputt. Wir waren eben, nachdem wir bei Katja gewesen sind und wir auch fündig geworden sind, noch lecker essen. Und ich kann euch leider noch nicht zeigen, was da drin ist und darf es euch auch noch nicht erzählen, weil das ja auch ein Teil davon ist auch ein Weihnachtsgeschenk. Das werdet ihr also Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann in meinem What I Got for Christmas Video sehen. Aber ich freue mich schon und wir werden wahrscheinlich morgen einen Tannenbaum kaufen gehen. Und wenn wir den dann schon geschmückt haben, vielleicht stellen wir dann hier die Geschenke schon drumherum und ich kann mich jeden Tag darauf freuen. Und seitdem ich diese Wohnung gekauft habe und 2 Jahre darauf warten musste, muss ich auch gestehen, dass es mir leichter fällt, geduldig zu sein. Es kommt immer drauf an, aber jetzt muss ich sagen, es ist für mich okay, dass ich das auch erst Weihnachten auspacken darf. Wir waren danach noch im Atelier F essen. Sind wir eigentlich meistens, wenn wir in der Stadt irgendwo essen gehen, weil uns das da ganz gut gefällt. Ich liebe den Salat Vendôme, das ist der mit dem karamellisierten Ziegenkäse und den karamellisierten Walnüssen. Und dann haben die ein sehr leckeres Essigöl-Dressing auch noch da dran. Den habe ich mir mit Mama geteilt und dann hatten wir noch den Flammkuchen à l'Americain. Der war okay, aber ich fand das Hack darauf irgendwie nicht so genial. Kevin hatte einen Burger, das hat ihm auch sehr gut geschmeckt. Und dann haben wir alle einen Tee getrunken, weil wir ein bisschen durchgefroren waren. Ja, überall ist 2G, das heißt, musst du mal den Impfausweis auch noch vorzeigen und ja, dann sind wir jetzt eben mit der Bahn zurück und werden es uns jetzt gemütlich machen. Vielleicht koche ich uns gleich auch noch wieder einen neuen Tee. Oh, ich habe ja Vanilleköpfe gebacken. Und da werden wir vielleicht ein paar von naschen. Und dann werden wir vielleicht nochmal, wir haben jetzt gestern wieder angefangen, It Takes Two auf der PlayStation zu spielen. Wir haben das Spiel schon einmal durchgespielt. Aber es hat so viel Spaß gemacht, dass wir das jetzt einfach nochmal angefangen haben. Und wir gucken momentan ja auch immer noch Desperate Housewives zusammen. Ich hatte jetzt alleine die Serie How to Get Away with Murder zu Ende gesehen. Die fand ich auch richtig gut. Ich weiß nicht, ob mir das Ende so gut gefallen hat, aber es war auf jeden Fall okay. Und ja, Desperate Housewives sind wir, momentan so in der Mitte der Staffeln. Da habe ich auch richtig Lust, weiter zu gucken. Weil Kevin hat gesagt, wir gucken erst einen Weihnachtsfilm zusammen, wenn der Tannenbaum steht. Deshalb muss jetzt auch dringend der Tannenbaum her. So, ihr Lieben, ich mach mal Tee. Hello, wir haben den nächsten Tag und haben den Morgen jetzt schon mit 2 Stunden Playstation-Spielen begonnen. Ich habe gerade bei einem Spiel verloren. Wir spielen It Takes Two, das ist so ein Spiel, was man zusammenspielt. Und jetzt gerade war es immer so ein bisschen hau den Lukas. Ich habe Kevin nicht einmal getroffen und der hat mich auch voll fertig gemacht. Ich sagte, das geht ja gar nicht, das ist kaputt, das Spiel. Und dann hat er das gemacht und hat gesagt, das ist nicht kaputt. Also ich bin da einfach zu blöd für. Nächste!
nicht so laut da hinten. Reicht schon, wenn du mich die ganze Zeit im Spiel haust. Wir sind jetzt gerade dabei, jedenfalls Frühstück zu machen. Es gibt Avocado und ich habe die sonst immer mit Salz und Pfeffer gewürzt, aber wir haben hier von Just Spices Guacamole und Avocado-Topping. Und die beiden mache ich da mal ganz gerne rein. Es gibt eine gute Würze, bisschen Salz noch, da habe ich ja das, was ich aus Ibiza mitgebracht habe. So ein schöner Spender. Und ja, das gibt es gleich auf Roggenbrötchen. Dazu brate ich uns, glaube ich, noch zwei Spiegeleier. Die habe ich mir auch schon rausgelegt. Und dann ist ein sehr leckeres Frühstück. Und dann spielen wir weiter. Ich glaube, dieses Hau den Lukas machen wir nicht nochmal. Wir machen jetzt weiter, weil ich verliere dann immer die Lust am Spielen. Ich habe nichts dagegen zu verlieren, aber wenn ich so gar keine Chance habe oder das nicht kann, dann mag ich das nicht. Ja. Typischer Sonntag. Schön entspannt in den Tag starten, ne? Beim Anbraten der Eier oder auch beim Anbraten von vielen anderen Dingen benutze ich übrigens jetzt immer Avocadoöl. Das hier habe ich mal auf Amazon bestellt. Das kostet, weiß nicht, 7 Euro, 10 Euro oder so. Wir braten sehr selten an, deshalb lohnt sich da auch der finanzielle Mehraufwand. Aber es ist halt deutlich höher erhitzbar als Olivenöl, das ja sonst auch sehr gesund ist. Und aber gesünder als ansonsten Rapsöl, was ich sonst zum heiße Anbraten verwende. Ist jetzt von der Marke Cass Albert. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr das auch habt, dass euch Olivenöl eher anbrennt und ihr dann zu ungesünderen Ölen greift, dann lieber ein Avocadoöl, was nämlich auch richtig viele ungesättigte Fettsäuren hat. Einfach ungesättigte 68,2 Gramm, mehrfach ungesättigte 18,1 Gramm. Genau, und gesättigte Fettsäuren sind nur 13,7 Gramm. Also sehr, sehr gut und sehr geschmacksneutral. Dann hast du die Aroma. Ja. Ja. Dann lässt es dir gut schmecken. Ja, danke gleichfalls. Ein gutes Machen. Sieht gut aus, ne? Schön Avocado-Brötchen mit Ei. Und dann unsere Weihnachtsdeko. Unsere Weihnachtstischdeko, so muss man sagen. So, bei uns gibt es heute Blumenkohlpizza. Richtig lecker, richtig schöner dicker Boden mit dieser Salami, die immer diese weiße Pelle hat. Getrocknet schon mal in Öl. Kevin wollte noch ein paar Schinkenstücke haben. Blumenkohlpizza gegessen hat, der muss es unbedingt mal probieren. Es schmeckt so, so lecker. Man hat nicht dieses aufgeblähte Gefühl wie von Weizenmehl. Es ist natürlich durch den Käse jetzt nicht unbedingt gesund, aber durch den Blumenkohl ist es halt ja eine viel, viel gesündere Variante. Auch eine sehr, sehr sättigende Variante. Und ja, dir schmeckt es auch total gut, oder? Ja, super. Oh mein Gott, total cool. Wir kamen gerade wieder aus Jersbeek und das ist ja bei uns direkt um die Ecke. Und haben da so einen coolen Esstisch gesehen und den liefern die uns jetzt morgen. Das ist so genial. Ich habe den gestern, nee, vorgestern auf Kleinanzeigen entdeckt, weil ich nach Couchtischen in Travertin gesucht habe. Travertin ist ja so ein Material, ähnlich wie Marmor, aber ein bisschen stabiler. Und bin darüber gestoßen, dass dieser Vintage-Laden sozusagen diesen Tisch als Esstisch auch anbietet. Jetzt haben wir uns den eben angeguckt und er ist so toll. Und ich habe das schon aufgegeben, dass wir jetzt einen Esstisch noch in nächster Zeit irgendwie kaufen, weil das, was ich ursprünglich wollte, war ein Holztisch, ein Echtholztisch. Wir brauchen so einen Fuß, der in der Mitte ist, weil wir halt ja diese Sitzbank haben und man von der Seite reinsliden muss. Und ja, die Maße, die wir haben wollten, gab es so fertig nicht. Und würden wir so einen Holztisch anfertigen lassen, würde der zwischen 2.500 und 3.500 Euro kosten. Und der Tisch, den wir jetzt kaufen, kostet 1.300 Euro, also immer noch eine wirklich, wirklich große Menge Geld. Aber ist so individuell. Ich habe noch nie so einen Esstisch gesehen. Das sieht so, so cool aus, so toll. Bin richtig begeistert und morgen Abend bringen die uns den jetzt vorbei. Richtig cool. Was auch so lustig war, war, dass ich gesagt habe, mich hat Eileen König so ein bisschen zu diesem Material inspiriert.
für den Couchtisch. Und dann sagten die, ja, die hat bei uns auch schon zwei Tische gekauft, nämlich den einen Couchtisch, glaube ich, den sie hatte, noch irgendwas anderes. Die folgte ihr noch auf Instagram. Das war irgendwie so total lustig, weil ich habe heute den Pullover von Ivy König auch an. Richtig, richtig lustige Kombination. Wir werden jetzt was zu essen machen und dann ist vorhin auch noch unser Teppich von West Wing geliefert worden. Aber ich glaube, den werden wir morgen erst öffnen, weil es mir ein bisschen kaputt vom Tag. Aber ich freue mich tierisch, dass das mit dem Esstisch geklappt hat und bin total gespannt auf morgen. Oh mein Gott, unser Tisch ist geliefert worden und wir haben jetzt gerade unser erstes Essen gekocht, was wir an diesem Tisch einnehmen werden. Und zwar Zitronenhähnchen-Parmesan mit Gnocchi in Joghurtsoße mit Rucola. Und so sieht das Ganze dann hinter mir aus und mein Gott, ist der Tisch nicht einfach ein Traum? Er ist so schön, diese Natursteinkante und diese Farbe. Ich bin so begeistert. Jedes Mal, wenn ich jetzt hier längs laufe, dadurch, dass ich ja daran gewöhnt bin, dass der andere Tisch hier steht, denke ich mir, oh mein Gott, ist das ein toller Tisch. Oh mein Gott, ist das ein toller Tisch. Ich freue mich so, dass wir so einen schönen Tisch jetzt hier stehen haben. Das ist ein Unikat. Das ist ein Vintage-Stück aus den 70ern aus Kopenhagen. Und den haben die ja aus Dänemark mitgebracht, als sie das letzte Mal da gewesen sind. Und es sieht einfach auch so schön mit unserem Geschirr aus. Jetzt fehlt nur noch eine Lampe und ein Teppich und oh mein Gott, das sieht einfach so toll aus. So, heute ist der Tag der Tage und wir kaufen unseren Tannenbaum. Und ich hatte bei Pflanzenkölle angerufen, ob die Tannenbäume verkaufen. Und hier sind überall massenhaft irgendwelche Ständer mit Tannenbaum. Jetzt müssen wir nur noch den perfekten für uns finden. Das ist absolutes Nieselwetter. Wir haben mittlerweile wieder den nächsten Tag und der Tannenbaum steht jetzt auch schon an der Stelle, wo er dann jetzt stehen soll, wenn wir ihn schmücken. Und ich zeige euch das mal. Hier ist ja unser Wohnzimmer. Da fallen immer wieder unten so ein paar Nadeln ab. Das sind die, die sowieso schon lose waren. Das ist nämlich eine Nordmann-Tanne. Ich kann immer nur empfehlen, wenn ihr euch einen Tannenbaum holt, holt euch eine Nordmann-Tanne. Weil die Nadeln nicht so, und die haben vor allem nicht so pieksige Nadeln. Und der steht hier dann ja, links von unserem Sideboard, wie man sehen kann. Und wir müssen mal gucken, ob wir die beiden Laternen daneben stehen lassen, weil die natürlich dadurch, dass da drei Kerzen gerade in der großen drin sind, auch eine enorme Hitze entwickeln und dass das nicht zu heiß wird. Wir wollen ja den Tannenbaum nicht in Flammen stellen. Ja, und dann werden wir da eine schöne Lichterkette drum machen. Ich hatte das gestern schon probiert, allerdings ist das total schief gelaufen, weil die schon ein bisschen älter sind von meiner Mutter. Und ja, da sind zwei Sachen irgendwie abgebrochen und dann roch das so leicht verschmort. Kevin sagte das ganz normal, wenn man die jetzt nach längerer Zeit wieder anmacht, aber mir war das zu heikel. Ich habe hier noch so eine LED-Lichterkette, da werde ich mal gucken, wie das damit aussieht, weil die habe ich vor ein paar Jahren schon mal bei einem Tannenbaum benutzt. Und ansonsten hat Mama noch so einzelne LEDs, die über Batterie laufen. Allerdings finde ich das ja nicht sehr effektiv. Ich habe lieber was mit Stecker, weil das ansonsten auch so ein massiver Batterienverbrauch ist und das ist ja auch
sehr umweltbelastend. Das finde ich irgendwie nicht so gut. Aber ich freue mich, dass wir einen Baum haben. Wir haben den ja bei Pflanzen Kölle geholt. Habt ihr gesehen, habe ich euch ja schon eingeblendet. Wir haben 40 Euro bezahlt. Ich kann gar nicht sagen, wie groß der ist. Wenn ich mich jetzt so daneben stelle, ist er noch ein Stück größer. Wahrscheinlich ist er ungefähr so groß wie Kevin, also so knapp 2 Meter. Und ich finde, das ist ein ganz normaler Preis. Und der Tannenbaum ist halt wirklich super schön. Er ist gerade, hat eine gerade Spitze, ist sehr voll. Und die hatten auch eine riesige Auswahl. Also voll schön, dass wir uns bei Pflanzen. Ich mag Pflanzenkölle vor allem sowieso so gerne. Ich finde es da immer so schön aufgebaut. Und unsere Strelitzie kommt ja auch von da. Die hat mir zum Einzug geschenkt bekommen. Und das sieht man nämlich an dem Schild innen drin, dass die auch von Pflanzenkölle ist. Ja, was steht jetzt noch an? Ich muss jetzt noch ein paar Tage arbeiten und dann habe ich Urlaub. Allerdings, und das nervt mich total, alleine Kevin hat keinen Urlaub bekommen. Das ist so blöd, weil ich habe 2,5 Wochen knapp Urlaub und irgendwie so alleine 2,5 Wochen Urlaub ist irgendwie blöd. Klar sind da irgendwie die Feiertage zwischen, aber ich hätte es so schön gefunden, wenn wir einfach auch mal wieder zusammen etwas längere Zeit hätten zusammen verbringen können, um auch irgendwas zu unternehmen. Das letzte Mal war es im Juli. Aber ja, ist nicht drin. Ich habe mir die Nägel einmal frisch lackiert heute mit Mademoiselle. Das ist ja dieser transparent, leicht rosane Lack. Und dann kommt immer mein Gel-Couture rüber. Meine Nägel haben auch gerade so eine richtig schöne Länge. Ich bin mega happy mit denen. Habe auch gerade die Nagelhaut noch mal so ein bisschen gepflegt. Und ja. Oh, und wir haben unsere neue Esszimmerlampe aufgehängt. Die kann ich euch auch nochmal zeigen. Da müssen wir allerdings noch was reklamieren, weil da oben die Schraube irgendwie nicht so richtig hält. Das ist sie. Mega, mega schön. So ganz schlicht. Die ist auch von By Rydens. Das ist auch dieser, ich weiß gar nicht, ob er dänisch ist, aber auf jeden Fall skandinavische Lampendesigner, von dem wir uns auch die Lampe ausgesucht haben fürs Schlafzimmer. Und wir haben jetzt auch Lampen fürs Gäste-WC bestellt. Und zwar ist es dann noch ein Weihnachtsgeschenk von meinem Opa an Kevin. Die eine davon und die andere kaufe ich sozusagen. Lieferzeit allerdings 9 bis 11 Wochen, wird also irgendwann im Februar oder März ankommen. Aber mir ist ja immer wichtig, dass wir genau das kaufen, was wir haben wollen. Und dann warten wir halt noch ein bisschen länger. Ich habe jetzt übrigens auch hier die Wand wieder frei. Da hatte ja immer jetzt zuletzt mein Sekretär gestanden, an dem ich arbeite. Aber mir gefällt das, glaube ich, ganz gut, wenn die Wand wieder frei ist. Mal gucken, hängt vielleicht jetzt aber auch damit zusammen, dass der Tannenbaum da ist. Aber ich überlege gerade, irgendwas wollte ich euch noch erzählen. Ja, wie verbringt ihr denn eigentlich die Weihnachtstage? Also wir richten Weihnachten dieses Jahr bei uns aus. Heiligabend kommt die ganze Familie vorbei, beziehungsweise es kommen alle zu Kaffee und Kuchen vorbei. Da habe ich mir schon überlegt, werde ich entweder meinen Apfelkuchen mit Zimtstreuseln machen oder dieses Blätterteig-Tannenbaum-Rezept mit Zimt und Zucker noch dazu. Ich glaube, ich will auch so mehrere kleine Dipschälchen mit so einer Creme machen. Also alles so viele Kleinigkeiten und das Ganze in der Küche dann wie so ein Buffet aufbauen. Am Tisch können 4 sitzen, hier auf dem Sofa sitzen die anderen 3, also wir sind insgesamt 7. Und ja, ich stelle mir das voll schön vor. Und dafür muss ich sagen, es ist wahrscheinlich dann ganz gut, dass ich die Tage vorher dann auch im Zweifel alleine Urlaub habe, um das Ganze so ein bisschen vorzubereiten. Ich will Rubbellose auf den Tisch stellen. Ich brauche noch irgendwie schöne Servietten. Wahrscheinlich will ich ganz schlichte entweder dunkelgrüne haben oder weiß oder beige. Ich möchte nichts Farbiges haben. Das ist einfach momentan das, was ich am elegantesten finde und das, was auch perfekt zum Tisch dann passt. Ich werde wieder einen großen, ich werde einen großen Strauß besorgen mit 2 Amarillen drin, Eukalyptus, Disteln und so ein bisschen Grün, der dann in die hohe Vase kommt. Also so ein hoher Strauß. Ich bin überhaupt kein Fan von kurzen, bunten Sträußen. Das ist einfach überhaupt nicht mein Geschmack. Ich liebe es, wenn es richtig schöne, hohe Sträuße sind. Im Winter mag ich Amarillen, weiße Amarillen. Und im Sommer mag ich weiße Lilien. Oder wenn sie so ganz leicht rosa sind, ist das auch noch okay, aber lieber eher weiß. Und dann halt irgendwie grün drumherum. Also der Blumenstrauß soll für mich immer so weiß und grün sein. Ja. Vielleicht ein Spleen irgendwie von mir. Gut, ich würde auch einen Strauß mit 50 roten Rosen nehmen. Wobei auch da,
Ja, doch, 50 rote Rosen. Oder gut, so eine große Vase habe ich irgendwie gar nicht. Ihr wisst, was ich meine. Weiße Rosen finde ich auch wunderschön. Aber ich bin einfach überhaupt nicht für Farbe bei Blumen. Keine Ahnung, ist nicht meins. Ich mag da die natürlichen Farben. Wobei, ja, Orange, Rot und so weiter wachsen ja auch teilweise natürlich. Egal, ich mag neutrale Farben bei Blumen. Deshalb bin ich auch eher ein Pflanzentyp als ein Blumentyp. Seid ihr eher ein Blumen- oder ein Pflanzentyp? Macht mal irgendein grünes Pflanzensymbol, wenn ihr auch lieber grüne Pflanzen in der Wohnung habt. Oder dieses Blumensymbol oder Blumenstraußsymbol, wenn ihr eher für farbenfrohe Blumen seid. Das ist ja das Schöne, Geschmäcker sind unterschiedlich und jedem das seine. Ja, auf jeden Fall freue ich mich mega, dass wir Weihnachten dieses Jahr dann ausrichten und werde das dann anfangen, alles vorzubereiten, sobald der Urlaub beginnt. Oh, und ich freue mich auch schon sehr aufs Tannenbaum schmücken. Aber das seht ihr dann in einem nächsten Video. Mal gucken, ob ich das auch vloggen werde. Auf jeden Fall werde ich hiermit den Vlog beenden, damit ich das alles auch für euch noch schneiden kann. Momentan fehlt mir viel Zeit, deshalb muss ich mal gucken, dass ich alles rechtzeitig für euch vorbereite, damit ja der Content dann auch online gehen kann. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein paar schöne Vorweihnachtstage. Oh, und übrigens mal so ein kleines Feedback zu unseren Adventskalendern. Also der von Just Spices ist phänomenal, liegt aber daran, dass wir bisher auch nur 2-3 Gewürze von Just Spices vorher hatten. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man nachher den Schrank permanent voll hat von Just Spices. Ob dann im zweiten Jahr man sich darüber auch immer noch so freut, das werde ich euch dann im Laufe des nächsten Jahres wahrscheinlich sagen können. Wenn ich sage, ja, wir nutzen die Gewürze alle wahnsinnig viel und die lohnen sich. Oder es sind nur vereinzelt welche und dann sollte man die vielleicht auch eher separat kaufen. Aber für dieses Jahr bin ich mega, mega froh. Das ist immer so das Highlight beim Adventskalender auspacken. Und wir hatten ja auch Nikolaus war das, glaube ich, gewesen, das Zimtsterngewürz drin, was einfach mega mit meinem Mannan Porridge schmeckt. Oh mein Gott, ich habe euch ein kurzes Reel dazu auch auf Instagram gefilmt. Oh, mega, das ist einfach so lecker. Ich mache das sonst immer mit Zimt, aber so die Noten durch die Nelken und was sonst noch drin ist, geben einfach noch so ein bisschen mehr Pep da rein. Machen das Ganze noch so ein bisschen mehr besonders, muss ich sagen. Und dann haben wir ja noch den von Kuro und Foodist. Und wir heben alles auf, auch die Sachen, die wir gegessen haben, da heben wir die Verpackung auf, damit wir da am Ende gucken können, was uns gut gefallen hat. Bislang muss ich sagen, sind sie, würde ich sagen, ziemlich identisch. Und was ich sagen muss, ist, der Exit-Adventskalender hat sich bislang noch gar nicht gelohnt, weil wir haben den noch überhaupt nicht angefasst. Das hängt für mich damit zusammen, dass ich das Gefühl habe, dass das erste Mal, wenn man sich damit beschäftigt, man sich dafür ein bisschen Zeit nehmen muss. Und das verpassen wir irgendwie immer. Deshalb würde ich den nächstes Jahr nicht wieder nehmen. Ich glaube, wir werden das jetzt am Wochenende mal machen, dass wir dann halt alle Türchen, die bis dahin dann dran sind, irgendwie offen machen. Aber es ist ja auch nicht der Sinn und Zweck von so einem Adventskalender. Aber der hat sich zum Thema Adventskalender bislang halt nicht rentiert. Vielleicht ändert sich das aber auch noch, wenn wir jetzt erstmal angefangen haben. Nur das ist ja so dieses, wenn ich jetzt merke, ich habe eine Hemmschwelle überhaupt anzufangen, dann brauche ich es im Zweifel nächstes Jahr nicht wieder. Dann kaufe ich lieber noch einen mit Naschereien, Leckereien irgendwie da drin. Mal gucken. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch eine gute Zeit und bis bald. Muah.